Bericht erstatten. Übungskiste, auf geht's. Ja, kannst du dir etwas einbinden? Yay, ich bin was Besonderes. Juhu. Seit sie begonnen hat, die Medik zu studieren, hat sie nie ausgetauscht. Was ist denn hier ihr gesamtes Wissen? Jetzt seid mit ihrem Zauberbuch jetzt mit allen anderen. Huch. Achso, das ist eine Hasenfrau. Deswegen sah das ganz komisch aus. Formen gehen wir noch schon. Alle Klassen. Dann nehmen wir doch den Hut. Ach so. Ich kann nichts auf dem Kopf tragen, während ich... Alles klar, wenn ich die Kutte trage, I see, kann ich nichts auf dem Kopf tragen. Alles klar. Verstanden. Gut, dann haben wir das auch. Dann müssen wir jetzt ins mittlere... Tragan-Grenzposten sprechen. So. Jetzt mal ganz kurz gucken, wo ist das? Zentrales, genau. Verbindungsstelle zum unteren Dorf des Nebels. Ach, da guck mal einer an, da ganz unten. Rabi Trockendocks. Wolfshöhenpier. Hier bin ich ja gerade. Da möchte ich noch hin. Holy shit. Östliches, äußeres, oberes, östliches. Ja, gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall im Zentralen was machen. Das heißt, wir müssen dahin. Den Ruhebereich verlassen. Ja, wird sogar angezeigt, was ich anziehe. Holy moly. Da habe ich nämlich die Schafe geklatscht. Ah, siehst du, ich muss noch Schafe klatschen für meine Dings. Beine vergessen. Na, sie juckt. Oh, gleich alle drei Schafe gepult. Das ist aber doof. Wieder. Und einfach immer schön weiter leveln, bis man nicht mehr kann. So, das Bestiarium. Warte mal, wo war das eigentlich nochmal drin? Das war bei K mit drin, ne? Ist das nicht hier? Notizbücher, Bestiarium, da. Erledigt, erledigt, erledigt. Digga 5, Flamehouse und Galio erledigt. Krieg ich dafür irgendwas? Nee, ne? Achso. Ah, okay, alles klar. Wenn ich das abgeschlossen habe, kriege ich 2,5. Oder wenn ich dann halt so diese Bereiche abschließe, dann kriege ich 2.500 Erfahrungen. Okay. Ist etwas für mich? Ja, diesen Brief. Sterben früher hatten können. So, Sommerfurthöfe, das ist ja jetzt beides da hinten, genau. Und da ist dann auch ein neuer Portstein. Ups.
Wenn ich X drücke, komme ich. Ah, okay, das ist automatisch das Ding. Alles klar. Good to know. Mein Rücken. Ill. Muss ich da auch besiegen hier für meine. Dann machen wir das doch mal. Das ist ja witzig. Dass mir die Viecher natürlich genau jetzt über den Weg laufen. Das ist nicht gut. Achso, dann ist ein Chaos-Balken an dem Ding. Vielleicht mal gucken, wenn ich den nächsten angreife. Da. Kasper, dass ich den Eisberg brauchen kann. Ich guck mal, wo der noch gebrochen hat. Zack. So, wieder was fürs Herbarium abgeschlossen. 30 Routine gibt es, wenn ich ein so ein Ding abschließe. Gar nicht schlecht. Kann man mal machen. Stufe 5, ich bin schon Level 9. So, das erste, was ich jetzt mache, ich synchronisiere mich einmal mit dem Kristall hinten. Das nehme ich schon mal weg. Die Meteoriten. So, ich muss mal kurz was gucken. Oh, hoppala. Das nicht, sondern das. Das ist ja passend. Meteoriten und Teleport. Durch das Erlernen von Teleport bist du nun in der Lage. Teleport, Elektronkarte, Transportmittel. Teleport benötigt keine MP zur Ausführung, sondern kostet einen je nach Entfernung des Ziel-Ätheryten unterschiedlich hohen Gelbetrag. Wenn du einen Ätheryten als Favoriten speicherst, reduziert sich der Gelbetrag, reduzieren sich die Gelbetrag-Kosten, um dorthin zu reisen, um die Hälfte. Du kannst immer nur 3 Favoriten speichern. Cool. Alles klar. So, bevor ich jetzt die nächsten Quests annehme, gebe ich erstmal ab. Nehme ich hier die Main Quest. Erstmal kriege ich da Vorsicht vor den Kobolden. So, fertig. Und jetzt haben wir noch die Story Quest. Und du bist wahrscheinlich eine frischgebackene Abenteurerin, die man dir und zu mir schickt. Oder nicht? Ja. Genau, die bin ich. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich heiße Stahlwurm. Ich leite die Sommerfurthöfe. Sieht auch echt cool aus, ne? Mit den, ein bisschen, erinnere mich ein bisschen an Hobbits. Nur ein bisschen viel größer. Viele unserer Arbeitskräfte hier waren früher Piraten und zwar auf meinem Schiff, wenn du es genau wissen möchtest. Aber dann kam die große Katastrophe,
Und ich verlor das Prachtstück, beinahe auch mein Leben. Aber alle Sirenen der Weltmeere waren mir hold und ich wurde gerettet. Sehr schön für ihn. Mit schweren Verletzungen, aber ich war am Leben. Derjenigen meiner Männer, die die Katastrophe überlebten, standen vor dem Nichts und liefen Gefahr, in den nachfolgenden Turbulenzen unterzugehen. Also setzte ich mich bei Admiral Melvip dafür ein, dass ich mich in dieser Gegend als Landwirt niederlassen durfte. Nicht jedem von ihnen gelang es, sich an das Landleben zu gewöhnen. Manche sind auf einem Schiff geworden und allein der Gedanke, festen Boden unter den Füßen zu haben, macht sie schwindelig. Landkrank sozusagen. Viele scheuen die Feldarbeit, teils weil sie verachten, teils aber auch, weil sie sich einfach nicht eingestehen können, dass für ehrliche Arbeit viel Fleiß und Fachwissen erforderlich ist. Die Ackermeister, die ich angestellt habe, um meinen Männern etwas beizubringen, verzweifeln noch dann der Sturheit. Es wäre mir eine große Freude, wenn du meinen Männern etwas zur Hand gehen könntest. Vielleicht motiviert sie das, sich mehr Mühe zu geben. Gucken wir mal, kriegen wir hin. Oh, da gibt's Stiefel für. Damit. So. Neue Stiefel, ein bisschen mehr Int für mehr Damage. Ledercremor. Okay. Am liebsten würde ich sofort einstellen, aber da du das mit Bauern zu tun haben wirst, die früher ihren Lebensunterhalt mit Rauben. Raubmorde Piraten verdient haben, ja, stehen aus der Gefahr entsprechend gerüstet bist, in unangepassten Rüstung werden die Bauern nicht. Bla. Das wird nicht, oder? Sprich ich nochmal an, sobald du dich ausgerüstet hast, dann überprüfe ich, ob es richtig sitzt. Rüste dich an Kopf, Rumpf, Händen, Beinen und Füße mit Gegenständen von mindestens Gegenstandsstufe 5 aus und sprich dann. Ja. Rüste dich an Kopf, Rumpf, Händen, Beinen und Füßen. Kopf, Rumpf, Hände, Beine, Füße. 5. Stufe 1. Beine brauche ich noch. Füße habe ich 5. Hände sind 5. Kopf habe ich halt gerade gar nicht, weil da nie. Kopf, Rumpf, Hände, Beine. Ich brauche halt. Nicht jetzt. Nervig. Mache ich mal weiter. Ich glaube, das siehst du, ich bin das Bunde an. Reife Landes zur Orangen ernten. Okay. Gucken wir gleich. Ich muss erstmal kurz hier um die Ecke gehen. Zu grünen Wilder.
kann ich hier von hier aus nicht gehen. Okay, muss ich Teleport benutzen wahrscheinlich, ja. Untere Decks. Na dann. Gucken wir mal, ob wir uns Ausrüstung kaufen können. Für die Füße. Also für die Beine. Füße habe ich ja jetzt schon. Na komm. Okay. Da. Karte erstmal zu mir. Accessoires, Material, Tränke, Rüstung. Ausrüstung Magier, Stufe 1 bis 9. Stufe 5, Intelligenz und Willenskraft. Ich brauche ja nur Stufe 5. Dann nehmen wir einmal mit. So. Das. Und dann muss ich wahrscheinlich hier. Ich muss ja gleich hier einmal. So. Ich muss ja überall ausgerüstet sein. Da kann ich jetzt. Hier kann ich mich ja, wenn ich hier den Äther berühre, kann ich mich ja nur innerorts teleportieren, würde ich mal vermuten, oder? Achso, da kann ich in eine andere Welt reisen. Okay, alles klar, ich verstehe. Was hat der Stammwelt, auf der du den Urteil begonnen hast? Existieren noch viele andere Welten. Bestimmte Ätheriten in den Städten ermöglichen die Reise zu anderen Welten. Hm? Mit Freunden zusammen Abenteuer erleben oder neue Leute. Okay, alles klar. Okay. Ah, ja, von hier aus komme ich aber auch in die Wohngebiete, alles klar. Aus Ätheritennetz komme ich halt nur hier intern. Ja. Gut, soll ich das so machen? So, Mister. Jetzt talken wir nochmal mit dir. Ja, das schaut ordentlich jetzt ganz ordentlich aus. Viele Piraten, bla bla. Also auf gute Zusammenarbeit. Dann kriegen wir noch ein neues. Sogar schon einen gehabt. Oh, okay. Das hatten wir wohl vergessen. Ich möchte dich gerne wieder den hier anziehen. Jetzt kann ich es ja wieder anziehen. Handschuhe habe ich hier noch schlechtere. Und versuche schon mal hinterlegen. Oh, okay. Die Schuhe sind auch schlechter. Gut. Gut. Tauchen wir nochmal zu ihm. Zu ihm, oh Gott. Stärker, ja. Abenteuer, ja, können das dieser Abenteuer sein. Okay. Ich werde es dir gleich erklären. Wo soll ich beginnen? Du hast ja von den Gerüchten gehört, dass Bürger aus der Umgebung von Limsa spurlos verschwinden. Was das mit den Sommerforthöfen zu tun hat? Nun, in der Nähe schleichen zwielichtige Gestalten mit blauen Tätowierungen im Gesicht herum und lassen meine Arbeiter nicht aus den Augen. Okay. Sogar meine abgebrühten Arbeiter haben Angst. Die meisten, die meinen, dass es sich um einen Entführer oder eine ganze Bande handelt. Aha. Jedenfalls hört man Übles.
Das ist ja dumm. Das ist ja ein bisschen kontraproduktiv für ihn. Kannst du der Sache nicht nachgehen? Und ich auf dem Feld. Oh, alles klar, das kriegen wir hin. Ich nicht. Na dann. So. Alle Quests irgendwo da vorne. Das ist gut. Kann ich jetzt runterhüpfen. Die 19 Damage nehme ich in Kauf. Kann ich mitleben. So. Na, schon wieder ein besorgter Bauer. Störender Unrat. Störenden Stein. Die Ackerschaufel, dann nehmen wir den Stein weg. Hier ist nochmal Unrat. Da nochmal ein Stein. Ein letztes Mal Unrat und noch einmal ein Stein. Was haben wir? Der ist da hinten irgendwo. Ach, da hinten ist er. Und zack. Quest 1 fertig. So, gucken wir mal zu den nächsten Quests hier. Was haben wir denn noch? Ach ja, die Orangen ernten. Ach, genau, damit habe ich gerechnet, danke. Blumenwespen. Tschüss. Und die nächste noch. Ja, wahrscheinlich wieder angegriffen. Oh, doch nicht. Und eine noch. So, noch das. So, und jetzt gehen wir noch mal kurz zu der Grotte dahin. Das ist ja wahrscheinlich nur, dass mich der Tod umfängt. Nein, die muss ich ja auch noch besiegen für meine. Für mein Herbarium. Next. Oh, minus MP. Das ist aber blöd. Habe nicht gefühlt unendlich viel MP. Von daher alles gut. So, einmal müssen wir noch. Hoppala. Das sieht schon witzig aus, ey. So, damit auch erledigt. Stimmt. Das grabbeln wir doch mal an und gucken mal, was das ist.
Beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies den Tutorial-Text gut durch und stelle dich dann der Herausforderung. Du bist im Begriff, eine besondere Gefechtszone zu betreten. Dieses Gebiet ist für entsprechende Schlachten vorgesehen und in besonderer Umwelt ein Flüsse oder mächtige Bossmonster vorkommen. Zonenziele können in der Aufgabenliste. Das ist ein komisches Geräusch. Keine Ahnung, wo es herkam. Für die Dauer des Kampfes ist es nicht möglich, die rote Linie durchzuüberschreiten. Im Feld zu zeigen, dass die Zone automatisch, sobald die Auftragsziel erreicht wurde. Okay, alles klar. Na dann. Ich bin die Welle, die mich auf dem Rücken trägt. Ich bin der Wind, der Gischt auf alle Wellen schlägt. Ich bin die tausend Sterne hoch am Firmament. Das Morgenrot, dem Meer geboren, bis es mich im Tod umfängt. Das Requiem der Seeleute. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt. Das ist das Leben in den Augen der Limsa. Sie beten für die Fischer, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zum Meer zurückfinden mögen. Lass mich raten, du bist diese Abenteurerin, die sich seit kurzem bei dem Sommerfurthöfen aufhält? Hm? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oder vielleicht doch nicht? Diese Schwankungen im Äther konnten keine natürliche Ursache haben. Und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer, mit dem hier werden wir schon fertig. Na dann. Das sieht jetzt nicht so aus, wie ich vorne. Das ist halt einfach overlevelt, würde ich mal vermuten. Dass hier alle hinten steht muss und Gas muss. Weißt du mal das? Das ist jetzt erstmal dass wir dann neu drauf. Oder zu der Zeit, die drauf sind. Ich kann eigentlich gar nichts machen, jetzt nur hier stehen und casten die ganze Zeit. Also da vorne kriege ich halt so wenig Damage. Wind. So, die Kreaturen. Ja. Okay, das ist natürlich jetzt kacke, aber dann kümmere ich mich mal um die. Hallo? Achso. Du Heiliger. Das sind aber viele. Echt viele, Holy Moly. Aber ich habe doch nur Dots. Also meistens. Das ist schon viel. Ah, oh, das macht sie auch schon. Ist klar. Ist gar nichts gewonnen hier. Ich dotte die jetzt alle drei einfach einmal zu. Hier ist ein Keks. Oh, Leute, der Fuß ist down. Sie hat ihn da hinten einfach komplett selber erledigt. Okay. Die hat auf jeden Fall einen relativ großen Lärm getroffen. So. Durch die Tore. Eins. Achso, da habe ich ein Dings für gekriegt. Ein Item. Okay.
Okay. Erinnert euch. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Okay. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Okay. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Bist du wieder bei dir? Wie ich es mir dachte. Sie war von einem fremden Willen gelenkt. Sieh mal, was im Rücken der Gubu steckte. Eindeutig. Ein Seilermesser. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Oder Piraten. Und du, bist du wieder bei Kräften? Du hast wohl einen Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Ein riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Wow, danke. Oder kann es sein, dass ich hier genau der Richtigen begegnet bin? Ich muss noch etwas erledigen. Dein Auftraggeber sollte sich vorsehen. Zeig ihm das Messer und sag ihm, dass Piraten hinter dem Vorfall stecken dürften. Bald ist es vorbei mit der Ruhe. Schade. Durch die Führung des Kristalls werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Na dann. Stimme Nummer
solches System des Spielern erlaubt, an Inhalten für niedrige Stufen teilzunehmen. Ja, okay, alles klar. Gedankenpasswort ändert sich an die Attribute. Ja, ist klar. Geht an die Routine, richtet sich nach der Stufe, auf die dein Charakter angepasst wird und nicht nach der derzeitigen Stufe. Okay. Also heißt, man kriegt halt relativ wenig, wenn man halt schon, wenn man relativ viel Shit hat. Achso, ich dachte, ich hätte noch einen gekriegt. Na gut, nicht. Passt das? Passt das schon? So. Und draußen ist es mittlerweile Tag. Okay. Nehmen wir gerne mit. Blöd, ganz schön, wenn man hier so runterguckt. So, jetzt gehen wir als erstes einmal die Quests ab. Und dann gucken wir weiter. Die Unberührte. So, Titel, ne? Ja, alles klar. Alles klar. Kann sich also Titel verdienen. Hat jemand geleasht. So. So, dann können wir erstmal hier die Quest abgeben. Dass die Game-Animation immer so lange dauert. Ja, okay, noch eine Folgequest. Monster gefährden die Ernte. Ja, das nehmen wir an. Ah, jetzt muss ich die Box töten. Alles klar. So. Kriegt der hier noch der Dolch? Genau, das Dolch. Kriegt der hier noch den Dolch? Oder Messer? Vielen Dank für deine Hilfe. Vertrauen, Fähigkeiten. Latte.